bin da. Wer noch? Mutter, willst du den ganzen Tag vom Fernseher hocken und zusehen, wie das Gras wächst? Und weiter geht's mit dem spannenden Live-Bericht über das Graswachstum auf dieser biogrünen, saftigen Wiese. Stimmt's, Armin? Und ob das stimmt, Marion? Wir haben dieses naturbelassene Gras seit 4 Tagen im Auge. Bis jetzt ist es fast einen ganzen halben Zentimeter gewachsen. Oh, ja. Soeben höre ich, die Kamera fährt noch dichter an die Halme ran. Aufgepasst! Das Wetter ist traumhaft. Wir wollen ein bisschen in den Sumpf. Willst du mitkommen? Warum denn? Baby spielt so gern im Schlamm. Baby nimmt den Schlammeimer mit. Und wir zwei können uns auf den Felsen sonnen. Da hätten wir früher aufstehen müssen. Die besten Felsen sind schon besetzt. Ach, lass dich nicht immer so hängen. Fren, wenn man so alt ist wie ich, ist man froh, dass man sich hängen lassen darf. Hallöchen, Oma. Hallo, Mama. Wiedersehen. Halt, Charlene. Was? Wieso unternimmst du nicht mal was mit deiner Oma? Tja, weißt du, das ist ein spitzenmäßiger Einfall. Aber der passt mir jetzt nicht in den Kram. Tut mir leid, ich muss passen. Vielleicht später mal. Das war keine Frage. Mein Kind, das war ein Befehl. Na fein, überredet, klasse. Du, Oma. Was denn? Wollen wir was unternehmen? Wir könnten vielleicht, Tja, was könnten wir denn, ach ja, genau, du könntest doch dein Fotoalbum herauskramen und mir von deinen Freundinnen und ihren Wehwehchen erzählen. Wir könnten auch um die Wette stricken. Nein, ich kann mich auch alleine unterhalten. Und wenn ich nicht mehr weiß, was ich machen soll, falle ich eben tot um. Ach, Mama. Oh. Mach's gut, Oma. Lalala. Mutter, du bist einfach unmöglich. Hey, Eishockey. Super Programm. Ach, Earl. Was? Du hockst hier vorm Fernseher und Mutter hockt in der Küche vorm Fernseher. Wäre es nicht viel lustiger, wenn ihr zusammen fernsehen würdet? Aber nur, wenn ihr... die Glotze auf die Birne donnert. Heißer Spruch, Earl. Ich mach mir aber Sorgen, sie wirkt heute so bedrückt. Sieh doch mal ab und zu nach ihr. Und wenn du schon dabei bist, sag ihr was Nettes. Hey, das Spiel fängt gleich an. Ja, fein, 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 versprochen. Lieb von dir. Es ist ein wunderprächtiger Tag hier draußen am Schwanensee. Und da kommt auch schon die Bronto-Mannschaft aus einem Schwimmern. Oh, aber leider brechen sie ein und voll ins Wasser. Das ist wieder mal typisch für diese schlaffen Pflanzenfresser. Dummerweise passiert ihnen sowas immer am laufenden Meter. Schade. Die sind erledigt. Ein Hubschrauber ist schon unterwegs, um die völlig durchnässte und entmutigte Bronto-Mannschaft aus dem eiskalten Wasser zu jagen. Armen. Das wird nicht einfach. Die Frage ist nämlich, vergiss nicht, deiner Schwiegermama ein paar freundliche Wörter zu sagen, alter Knabe. Ja, ja, wird gemacht. Wie geht's, edel altes Haus? Oh, spar dir die Antwort. Gib mir die Büchse. Vielen lieben Dank. Also, Ethel, du hast wirklich eine mächtig prächtige Decke über deine Beine gelegt. Brauchst du die Chips noch? Heißen Dank. Na, hast du deine Schwiegermama aufgemuntert? Hab ich. Schön. Ich staune, so nett hat sie noch nie mit mir geplaudert. Wirklich? Sie war nicht giftig, hat mich nicht bepöbelt, hat mir nichts an den Kopf geschmissen. Ach du dicker Dino, sie ist tot. Liebe Ethel, Hallochen. Sagen Sie, sind Sie tot? Ich hab eine Idee, warte mal. Hör mal, pass auf. Ich futter dir die letzten Fleischchips vor der Nase weg. Ich schnapp dir die letzten Fleischchips weg. Hier spricht dein heißgeliebter Schwiegersohn. Ja. Sie muss echt tot sein. Sonst hätte mich diese Essigspritze längst zur Schnecke gemacht. Warte, wenn ich dir auf den Schädel spucken könnte, dann... Hörst du mich? Was machen wir bloß mit ihr? Wir können uns das Spiel weiter ansehen und sie einfach hier sitzen lassen. Ja. Nun kann sie uns nicht mehr dazwischen funken. Genau. Ja. Ethel, komm zu uns ins Licht. Komm zu uns ins Licht. Ihr müsst mir nicht alles zweimal sagen. Ich bin nicht taub, ich bin nur tot. Hört auf, was soll der alberne Blödsinn? Nehmt eure Wühlfinger weg. Ich hab gesagt, Wühlfinger weg. Woher soll ich wissen, ob ihr euch vorher die Hände...
Hände gewaschen hat. Ins Licht. Also das kapier ich nicht. Dieses Licht ist so blendend hell. So blendend hell. So blendend hell. Oh, tut mir wirklich leid. Ist es so besser? Jungchen, ihr habt ja hier eine stinkfeine Einrichtung. Tja, Sie sind hier im Palast des Jenseits. Und wir haben guten Ruf zu verteidigen. Das leuchtet mir ein. Na kommen Sie, ich führe Sie erst mal rum. Reizend von dir. Da drüben ist unser Speisesaal mit Meeresblick. Da ist unser Iss-so-viel-du-willst-Ewigkeitsbuffet. Ist der Fisch auch frisch? Frisch? Der wird direkt vorm Essen geschaffen. Gut. Wir haben sie schön tief eingebuddelt. Den meisten Dinos wäre bei 3 Metern die Lust vergangen. Die meisten Dinos sind eben nicht mit vollem Herzen dabei. Die Experten behaupten, wenn man den Herzmuskel mal so richtig rannimmt, dann kommen echte Freudengefühle auf. Und die Experten müssen es wissen. Wird mir nichts ausmachen, wenn ich mir bei der Freude eine Herzmuskelkarte einfange. Traumhaftes Plätzchen für eine tote Dino-Oma. Hätte nicht übel Lust, ewig hier zu bleiben. Genau darum geht's ja. Ins Jenseits schlüpfen und sich wohlfühlen. Jungchen, ich würde liebend gern meinen Mann sehen. Sagen Sie mir, wie Sie heißen? Ethel Phillips. Merkwürdig. Wir haben gar keine Reservierung für Sie. Waren Sie denn eigentlich für heute gebucht? Verstehe kein Wort. Ist das hier ein Reisebüro? Aha, da haben wir ja Ihren Namen. Oh, wir haben Sie noch gar nicht erwartet. Sie sind um Jahre zu früh gekommen. Da hat sich jemand gewaltig geirrt. Ich will meinen Mann sehen, sofort. Ich bin tot und weiß, was ich für Rechte habe. Irrtum, Sie sind bloß halbtot. Das geht vorüber. Sie sind ein bisschen ohnmächtig. Sie brauchen keine Angst zu haben. Jeden Moment wachen Sie quietschfidel und Dino munter wieder auf. Was? Hallo? Hallo. Da sind wir. Fren, Liebling, ich muss dir was sagen. Der Sumpf war fürchterlich überlaufen. Hab Blutekel gefangen, will ich behalten. Nein, die gibt's zum Abendessen. Lecker. Fanny, da wir gerade von Blutsaugern sprechen, wir haben doch deiner Mutter erlaubt, dass sie sich bis an ihr Lebensende hier breit machen darf. Und nun ist sie ganz plötzlich ausgezogen. Was redest du für Blödsinn? Wo ist sie abgeblieben? Mutter! Ich glaub, da musst du schon ein bisschen mehr brüllen. Oi, das ist ein furchtbar trauriger Augenblick. Tja, wer hätte geglaubt, dass die Zeit so schnell verfliegt? Also, Fren, mein allerherzlichstes Beileid. Und was soll man in so einem Moment noch sagen? Mach's gut und nimm's nicht so schwer, es gibt Schlimmeres. Earl, was willst du mit dieser Schaufel? 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 Pass mal auf. Das Leben ist sowas Ähnliches wie Ebbe und Flut. Es kommt und geht, es schwemmt Neues an und schwemmt dafür das Alte weg. Mit dem Ding habe ich deine Mutter begraben. Du hast meine Mutter begraben? Hör mal, Frenny Liebling, sie ist ganz plötzlich tot umgekippt. Und du weißt doch, hier treiben sich eine Menge Raubsaurier rum. Sie ist wirklich tot? Wieso ist sie denn so plötzlich gestorben? Was hat der Doktor gesagt? Weißt du, sowas Ähnliches wie ein Doktor war eigentlich nicht hier. Es war kein Arzt da? Hast du dir den Puls gefühlt? Puls? Aber klar doch, ist wieder mal typisch. Du kommst hier reingeschneit, wenn alles vorbei ist, und dann machst du so einen Wind von wegen Puls und sowas. Und woher wusstest du, ob sie überhaupt tot ist? Fran, ich weiß, wann jemand tot ist. Bin ja kein kompletter Vollidiot. Da bist du auf dem Holzweg, Fettwacke. Oh ja. Fanny, Liebling, ich hab hier was für dich. Kommt echt von Herzen. Soll ich dir vielleicht mal vorlesen, Zuckerstück? Ich nehme das mal als Ja. Was soll ich bloß sagen? Ja, ich geb mich geschlagen. Ich mach dir nur Sorgen und Mühe. Doch das schlimmste Vergehen ist mir gestern geschehen. Ich begrub deine Mutter zu früh. Ach, nun hab dich nicht so, Fanny. Sowas passiert öfter, sonst würden die nicht solche Karten verkaufen. Du hast meine arme Mutter lebendig begraben. Hab da gestern einen Fehler gemacht, zugegeben. Hab gesagt, tut mir leid, also hören wir damit auf. Sie musste sich da eigenhändig wieder rauswühlen. Aus 4,5 Meter tiefen, festgetrampelten Dreck. Niemand hat ihr geholfen. Aber das war doch gestern. Gestern habe ich sie verbuddelt und heute habe ich ihr Suppe serviert. Wir sind quitt, mehr kann man nicht verlangen. Fren.
Oma, das war eine dinomäßig starke Nummer. Wie hast du dich bloß aus dem Dreck rausgewühlt, ohne die Füße zu benutzen? Klasse. Das Schlimmste war, dass ich mir den Rollstuhl zwischen die Zähne klemmen musste. Und da waren fiese, miese, schleimige Würmer? Eklig. Erzähl uns was vom Jenseits, Oma. Ja, das Leben nach dem Tod war das Beste, was ich jemals mitgemacht habe. Kann man da auch einkaufen? Ja, es gibt alles mit 40% Rabatt. Nein. Klasse. Die haben da eine Auswahl, von der man nur träumen kann. Nicht zu fassen. Hört auf, eure Oma braucht ein bisschen Ruhe. Sie hat Schreckliches erlebt. Ach, was Blödsinn. Der Tod ist das schönste Erlebnis meines ganzen Lebens gewesen. Ich könnte mich stundenlang darüber auslassen. Hm. Ich gehe schon. Na gut. Lalalala. Mutter, red lieber nicht so viel mit den Kindern über das Leben nach dem Tod. Könnten wir nicht das Thema wechseln? Wie du willst. Du, Robby. Im Jenseits habe ich ein umwerfend niedliches Dino-Mädchen für dich gefunden. Verdammt hübsch für so ein mausetotes Mädchen. Oma, hör auf. Hey, hört mal her, Leute. Da ist der Typ von dieser Fernsehshow. Geheimnisse, die noch geheim sind. Hallo, Mitglieder der Fernsehgemeinde. Ach, du liebe Güte, gibt es noch geheime Geheimnisse in der Nachbarschaft? Ich möchte zu einer gewissen Ethel Phillips. Ja, das bin ich. Ich bin verrückt nach ihrer Supersendung. Woher kriegen Sie bloß Woche für Woche diese spannenden Geheimnisse? Eigentlich haben wir bloß 4 Geheimnisse. Und die bringen wir abwechselnd immer wieder. Bis jetzt hat's zum Glück noch niemand gemerkt. So machen die das also. Aber dummerweise konnten wir nicht verhindern, dass vorige Woche ein Geheimnis geplatzt ist wie eine Seifenblase. Schade. Deshalb brauchen wir ein neues Geheimnis und ihre Geschichte passt wie die Faust aufs Auge. Das Leben nach dem Tod. Dino-Star. Das ist so geheim, geheimer geht's nicht. Kommen wir ins Geschäft. Und da waren herrliche Kaufhöhlen, die gab's wie Sand am Meer. Und Fernsehen rund um die Uhr mit 700 verschiedenen Quiz- und Familienserien. Wenn man auf einen Knopf drückte, wurden die sofort wiederholt. Und meine Verdauung hat funktioniert. Doch während Ethel Phillips die wunderbaren Wunder im Jenseits entdeckte, passierte bei den Sinclairs Folgendes. Ethels scheinbar toter Körper wurde unter die Erde gebracht von ihrem leicht einfältigen Schwiegersohn Earl und dessen schwer einfältigem Freund Ray. Hey, das ist ja eine Oberfrechheit. Der hat meinen Namen vermurkst. Dieses Wellpappengesicht, das soll ich sein? Der hat nicht die Bohne Ähnlichkeit mit mir. Nicht die Mama, guck mal. Warum sehen wir uns diesen Schwachsinn überhaupt an? Genau. Ich will die Puppenshow im anderen Kanal sehen. Ist doch eine Kindersendung. Quatsch, in der Show halten Sie der demokratischen Gesellschaft ein Spiegelbild vors Gesicht. Dann wird sie bald abgesetzt. So, nun liegt sie im Loch. Jetzt müssen wir den ganzen Dreck auf sie aufschaufeln. Hat sie sich nicht eben bewegt? Oh, ich will ja nicht das Schwarz an die Wand malen, aber kann es sein, dass sie vielleicht noch lebt? Möglich wär's. Aber da ich nicht viel schlauer bin als diese Schaufel hier, werde die Schwiegermama trotzdem verbuddeln. Und darauf haben diese beiden Flachhirne ihr Horrorwerk vollendet. Schaufel für Schaufel, Krume für Krume. Aber meine Zeit war noch nicht abgelaufen. Deshalb wurde ich aus dem Jenseits wieder ausgewiesen. Doch diesen wunderschönen Ort vergesse ich nicht, weil da alles viel besser, viel netter und viel angenehmer ist als im wirklichen Leben. Aber zum Glück weiß ich, irgendwann werde ich wieder dahin kommen. Hoffentlich muss ich nicht so lange warten. Eine ungewöhnliche Geschichte. Kann man wohl sagen. Nächste Woche haben wir wieder ein Geheimnis. Unsere Zuschauer. Wer sind Sie? Wieso sehen Sie sich diese Sendung an, wenn zur selben Zeit auf einem anderen Kanal eine viel bessere Puppenshow läuft? Und Schnitt. Spitzenklasse, Ethel. Was denn sonst? Ging mir ans Herz und normalerweise habe ich kein Herz. Hey, Requisite, mein Regiestuhl. Frau Phillips, das war eine besonders ergreifende Geschichte. Heute gebe ich keine Autogramme mehr. Nein, nein, hören Sie mir zu, ich habe eine Vision. Frau Phillips, es gibt Millionen Dinos auf der Welt, die ihr Leben in Elend, Verzweiflung und Einsamkeit fristen müssen. Niemand kümmert sich um diese armen Geschöpfe. Ist meine Limousine vorgefahren? Aber wir können den armen Dinoseelen in ihrem Jammertal helfen. Wir müssen ihnen klar machen, dass sie vom Leben im Diesseits nicht zu viel erwarten dürfen. Wir versprechen ihnen, ohne dass es uns was kostet, eine Belohnung für später. Sie haben uns auf das Thema Leben nach dem Tod gebracht. Und das ist der absolute Renner. Das Versprechen, dass im Jenseits alles besser wird, hält nicht nur einsame Dinos bei Lust und Laune. Damit könnten wir auch eine kräftige Geldquelle zum Sprudeln bringen. Klingt interessant. Was schwebt Ihnen da so vor? Und nun live über Satellit aus der Höhle zur goldenen Hoffnung am Autobahn Kleeblatt 19. Zum ersten Mal die Jenseits-Show, präsentiert von Ethel Phillips mit ihren aufregenden Geschichten von Rüben. Seid mir gegrüßt. Und die 1000 Stimmen des Ethel Phillips-Chors. Es strahlt mir ein Licht, es kommt auf mich zu. Holt mich schon der Jenseits-Express. Oma Ethel sitzt im Zug, lächelt freundlich mir zu. Von
kommen wir jenseits des Sprengs. Geben uns heute die Ehre schon für die Fahrt im Jenseits des Sprengs. Geben uns heute die Ehre schon für die Fahrt im Jenseits des Sprengs. Vielen Dank, das war wundervoll. Willkommen, meine lieben Freunde. Wer führt ein Leben in grausamer Verzweiflung? Wir alle! Wer will sein jammervolles Leben endlich beenden, um fröhlich ins Jenseits einzugehen? Wir alle! Und wie kommt man am besten dorthin? Das wissen wir nicht! Dann lauscht alle den weisen Worten dieser freundlichen Dino-Oma, die es als einzige geschafft hat, das Jenseits zu besuchen und zurückkam, um uns davon zu berichten. Unsere Ethel Phillips. Das Leben stinkt. Aha. Ihr wisst es und ich weiß es. Aber das macht überhaupt nichts, denn wenn ihr es erstmal hinter euch habt, beginnt das wahre Leben und dort kommt Freude auf. Ich will euch mal erzählen, was es im Jenseits alles gibt. Die haben da eine Schmalspurbahn, die auf dem ganzen Gelände rumfährt. Es gibt Freikarten für Kinder und niemand muss mehr Schlange stehen. Baby will auch zum Jenseits fahren. Nein, du hast noch ganz viel Zeit, mein Liebling. Ich will aber gleich zum Jenseits, sofort. Oma sagt, es ist viel besser als bei uns. Es gefällt mir nicht, was Mutter da im Fernsehen von sich gibt. Wer weiß, was sie damit bei den Dinos anrichtet, die zu wenig Grips mitbekommen haben. Was habe ich hier verloren? Ich will sofort ins Jenseits. Oh. Jetzt weiß ich, dass es ein Jenseits gibt. Was habe ich dann noch mit Politik, Umweltverunschmutzung oder sowas am Hut? Ich leg die Füße hoch und warte, bis ich den Löffel abgeben darf. Das klingt wunderbar, Ethel. Und ihr könnt euch schon jetzt ein sonniges Plätzchen für ein Luxusleben im Jenseits sichern. Aber der Platz wird knapp. Also, wenn Sie sich für eine der besten Komforteigentumswohnungen mit 3 Schlafzimmern interessieren oder zumindest Besitzanteile kaufen wollen, schicken Sie mir als kleine Anzahlung so viel Dino-Mark, wie Sie im Augenblick flüssig machen können. Denn so viel Lebensqualität gibt es im Diesseits bestimmt nicht. Nicht für bedauernswerte arme Schlucker wie Sie. Aber gerade Sie sollten sich schon jetzt Ihren jenseitigen Wohlstand sichern. Und während bei uns gleich die Telefone heiß laufen, werden Sie uns noch ein bisschen mehr über die vielen Annehmlichkeiten eines Lebens nach dem Tode erzählen, Ethel. Ethel, was ist? Mit Mutter stimmt was nicht. Donna sieht aus, als wäre sie tot. Die hat vielleicht Schwein. Ich muss sofort ins Studio. Ethel. Was soll ich jetzt machen? Sie an. Tja, ich glaube, Ethel hat sich kurz aus dem Staub gemacht, um mit unserem Vertragspartner auf der anderen Seite zu reden. Denn man kann ja nie wissen, woran man bei denen im Jenseits ist. Bis dann, wir melden uns gleich wieder. Sind die Kameras aus? Ja. Ethel, ach, die alte Schachtel ist schon wieder tot. Ethel! Louis, bist du es wirklich? Hallo, mein Mäuschen. Ach, Louis, ich hab dich ja so vermisst. Bin ich jetzt wirklich richtig tot und hinüber? Noch nicht ganz. Dieses ewige Hin und Her geht mir gewaltig auf die Nerven. Erst bin ich tot, dann bin ich lebendig, dann bin ich tot, dann wieder lebendig. Wenn ich nochmal mit dem Mund voll Dreck aufwache, dann mach ich... Nicht aufregen, mein Mäuschen. Ich hab eine wichtige Nachricht für dich. Hör bloß auf mit der Werbung fürs Jenseits. Aber Louis, bei euch ist es doch so schön gemütlich. Da, wo du herkommst, ist es auch nicht so übel. Da ist vieles sogar viel besser. Und da drüben, da ist das wahre Leben. Aber das merkst du erst, wenn du mal tot bist. Und wenn du erst mal eine Ewigkeit hier drüben bei uns im Jenseits verbracht hast, wird es dir hier gewaltig langweilig werden. Aber Louis, ich vermisse dich so. Ich vermisse dich ja auch, mein Liebling. Aber deine Zeit ist eben noch nicht um. Kommen wir denn bald wieder zusammen? Das weiß ich nicht, warts ab. Jetzt musst du erst mal wieder zurück ins Leben. Und versuch bloß nicht mehr mit dem Jenseits Geld zu scheffeln. Die Typen, die mit dem Jenseits eine schnelle Dino-Mark machen wollen, kriegen das Jenseits vielleicht niemals zu sehen. Die landen möglicherweise an einem weniger gemütlichen Ort. Sieh mal, was dich da erwarten würde. Hallo, Ethel. Mutter. Hallo, Oma. Hörst du mich? Sag doch bitte was. Hey, Moment, warte mal. Ich glaube, sie kommt zu sich. Nein, nicht schon wieder. Ich habe ein hübsches Loch gegraben, also rein mit ihr. Nicht so hastig, Fettbacke. Nächstes Mal buddel ich mich selbst ein. Oh. Mama! Was, Papa?
Papa! Mann, Oma! Wo bin ich denn bloß? Oma, wir haben dich aus dem Fernsehstudio abgeholt. Wir haben uns Sorgen gemacht. Wir müssen deinen Produzenten anrufen. Der Typ dachte, du wärst tot. Von mir aus kann er denken, was er will. Ich höre auf mit diesem Fernsehquatsch. Aber Mutter, ich hab gedacht, du erzählst so gern vom Leben nach dem Tod. Genau. Das stimmt, Fren. Aber wenn ich mit dieser blöden Show weitermache, kann ich nicht gemütlich vor der Glotze hocken und mir ansehen, wie das Gras wächst. Logo. Ich hab was anderes vor. Ich will mein Leben genießen. Und zusehen, wie meine Enkel wachsen. Morgen fange ich damit an. Warum denn nicht heute? Hab noch was zu tun. Im Garten ist doch ein prächtiges, tiefes Loch. Da werde ich mal Fettbacke verbuddeln. Was?